Hallo, hier ist mal wieder Blu-Red vom Jesus-Clan. Heute zeige ich euch das Spiel Doom, welches 2016 released worden ist. Ich habe das Spiel schon einmal komplett durchgespielt auf der Schwierigkeitsstufe Ultraviolence. War für mich doch recht anstrengend und recht fordernd. Aber hier zur Demonstration und zum Zeigen dieses Spiels werde ich das Spiel auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad starten. Hier nochmal kurz die Übersicht, das sind die zur Verfügung stehenden Schwierigkeitsgrade. Wie gesagt, wir nehmen den einfachsten. Hier geht es auch nur um eine Demonstration. Achtung, es könnte sein, dass dieses Video Spoiler enthält. Scheiß drauf, los geht's! So, das ist der Beginn. Wir reißen uns los und nehmen hier diesen Untoten und zerklopfen ihn gerade mal seinen Schädel. Und schön, wie das Blut spritzt. Diese Blutorgien und Splatter-Momente definieren das neue Doom. Dazu später mehr. Wir schießen uns hier erstmal einen Weg frei, bewundern unsere Waffe und schauen uns mal an, wo wir hier eigentlich gelandet sind. Schöne Grafik, schöne Partikeleffekte. Wunderbar. Hier eine Konsole. Und wir sehen hier schon diese, in Anführungszeichen, Hologramme, über diese die Story erzählt wird. Welche Story? What the fuck? Doom braucht keine Story. Pure Gewalt und los. Lecker. Ich krieg Appetit auf Steak. Ich weiß auch nicht warum. Egal. Weiter geht's. Hier haben wir unsere erste Schrotflinte. Denn nur mit Schrotflinte wäre es ein echtes Doom. Die Waffen können wir später übrigens noch aufrüsten und umrüsten ein bisschen. Aber das ist egal. Im Prinzip geht es um Doom, wie auch im ersten Teil, nur darum, möglichst viele Imps, Pinkies, Helldämons und so weiter und auch natürlich später die Roffelkugel zu erledigen. Hier ist so, ja, hier haben wir ein Health Pack. Hier müssen wir das Herz rausreißen von diesem komischen Etwas. Keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen. Ich wäre halt alt. Und dann spawnen einen Haufen Zombies. Das wirkt auf Dauer doch ziemlich repetitiv. Aber was will man machen? Doom ist halt einfach Hirn aus und Metzeln. War schon immer so, wird so immer sein. Ja, das Komplizierteste, was es in Doom damals gab, war das verstrickte Map-Design, Schalterrätsel und Keycards. Schalterrätsel gibt es hier nicht mehr so häufig, was ich ein bisschen schade finde. Dafür haben wir das Thema mit den Keycards immer noch. Ja, hier sind wir draußen, auf dem Mars, wo auch sonst. Und die Metzelei geht weiter. Was auch sonst. Achtung, Spoiler. Diese Hebel findet man verteilt, also in jedem Level eigentlich ein. Und er gewährt uns den Zugang auf ein Classic-Level von Doom 1 oder Doom 2. Wer Doom 2 gespielt hat, speziell die erste Map, wird auch diesen Map-Aufbau hier kennen. Dürfte recht bekannt sein. Ist nämlich der Raum auf der linken Seite in der ersten Map von Doom 2. Wir erledigen die Gegner hier ein bisschen mit dem kleinen Blaster, sticheln wir sie ein bisschen an. Wenn sie so blinken, kann man diesen Finishing Move ausführen. Sei noch angemerkt, durch die Ausführung dieses Finishing Moves lässt der Gegner in der Regel Munition und auch Health Packs fallen. Hier haben wir die Schalter, die kennen wir auch aus der Original Doom 2 Map. Hier sind sie allerdings anders angeordnet, also aufpassen. Und wir sammeln die Items ein und weiter geht's. Hier eine Neuerung des aktuellen Dooms. Wir können unsere Waffen aufrüsten, wie bereits vorher erwähnt. Hier können wir uns zwischen zwei Schussmodi entscheiden. Ich nehme mal irgendeinen davon und schon ist die Waffe aufgerüstet. Hier natürlich auch die Secrets, die dürfen in Doom auch nicht fehlen. Hier der kleine Doom Guy. Von diesen Puppen gibt es einige zu finden. Schaut euch am besten mal um. Und Doom typisch. Wir drücken auf Exit und haben den Abschlussbildschirm für unsere jetzige Mission. Und weiter geht's. Hier kriegen wir das erste Mal unsere schöne Kettensäge. Leider ist diese Kettensäge nicht mehr atombetrieben, so wie in Doom 3 und damit unendlich einsatzfähig oder auch so wie in Doom 1, dass sie permanent läuft. Nein, diese hier braucht noch ganz altertümliches Benzin in Anführungszeichen. Schade, ich hätte die Kettensäge gern
öfters verwendet, vor allem wenn man diese schönen Seen hier sieht. Wer kriegt da nicht Appetit auf Fleisch? Nein. Hier die besprochene Keycard, hier die gelbe Keycard, die uns es ermöglicht, in einen weiteren Levelabschnitt vorzudringen. Hier ist die Türe, die geht mit der gelben Keycard auf und hier gibt es dann auch schon wieder eine neue Waffe. Denn Waffen sind wichtig. Auch finden wir Aufrüstungsgegenstände für unseren Kampfanzug, was wir haben. Hier so eine Energiekugel. Diese Energiekugel können wir einsammeln und dann einen von drei Attributen zuordnen. Es gibt das Attribut Gesundheit, Rüstung und Munition. Was so eine Energiekugel mit der Munition auf sich hat, ist mir zwar schleierhaft. Ich hätte es für toll gefunden, wenn man ein bisschen mehr Munition von Anfang an mitnehmen könnte. Da wir auf der Low-Bob-Stufe momentan spielen, brauchen wir keine Gesundheit, sondern wirklich nur Munition. Und weiter geht's. Hier kommen wir zu einem persönlichen Favorit von mir. Dieses Level sieht einfach wirklich super geil aus. Dieses Setting mit der Lava, wow, ich liebe es. Hier ein etwas größerer Gegner, aber auch den kriegen wir letztendlich umgehauen. Ich benutze ja eigentlich immer gern die doppelläufige Schrotflinte für diese Gegnerart. Leider habe ich die noch nicht, deswegen muss man mit der kleinen zurechtkommen. Hier haben wir einen Gegner mit Schutzschild, also mit diesem blauen Schild hier. Das erinnert mich doch wieder ziemlich stark an Quake 2. Und wer weiß, wer hinter dem Spiel gestanden hat, der weiß auch, dass diese Jungs auch damals bei der Entwicklung von Quake 2 dabei gewesen sind. Das kann das Spiel nicht verleugnen. Hier mal wieder ein Kettensägen-Einsatz. Ich habe keine Munition mehr. Ab durch den Dämon. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Das war das Spiel Doom 2016. Ein doch würdiger Nachfolger des Originals, was den Singleplayer betrifft. Ich bin der Blue Red vom Jesus Clan. Bis zum nächsten Mal. The primary control room has been activated.